Mein Name ist Lars Krückeberg. Ich bin gebürtiger Hannoveraner, habe dann in Braunschweig studiert. Für einen Hannoveraner ist das nicht unbedingt das Traumziel. Aber ich bin da hängen geblieben, weil die Kunsthochschule gut war. Da wollte ich ursprünglich hin. Nebenbei angefangen, Architektur zu studieren. Und nach ein paar Monaten war klar, dass ich nicht mehr an die Kunstschule gehen will, weil Architektur so viele Dinge, die mich interessieren, subsumiert. Ich habe vorher Kunstgeschichte studiert und auch Philosophie. Und das ist alles in der Architektur zu Hause. Ich habe plötzlich so einen Hafen gefunden, an dem ich mich noch nicht entscheiden musste, wo, wenn ich mal Segel setze, wo ich hinfahre. Und habe da meine heutigen Partner und vorher sehr, sehr guten Freunde kennengelernt, Thomas Willemeiter und Wolfram Putz, mit denen ich dann gar nicht in Deutschland, sondern in Los Angeles ein Büro gegründet habe, 98. Ich habe nochmal einen Master gemacht an der SciArc, Southern Californian Institute of Architecture in Los Angeles. Da meinen Master gemacht, Wolfram auch. Dort haben wir das Büro gegründet, Graft. Graft ist eine Methode, es kommt im Grunde aus dem Weinbau, das Veredeln, das Aufpfropfen heißt es im Grunde und hat mit der Reblaus zu tun, die den Wein zerstört hat vor 150 Jahren. Komplett, es gab keinen Wein mehr in Europa. Und er konnte nur gerettet werden, indem man eine amerikanische Cowboy-Wurzel genommen hat, die eben resistent ist gegen die Reblaus. Und darauf graftet man, pfropft man den europäischen, der tausendealten Edelreis. Und nur so konnte der Wein überleben. Ich habe in Braunschweig, mein Diplom war ein Weingut. Und ich habe im Frankenland gearbeitet, in einem Weingut, eine Zeit lang, um die Prozesse wirklich kennenzulernen. Und da ist mir die Geschichte das erste Mal begegnet. Und wir fanden das so interessant, dass wir das Büro so genannt haben. Denn da geht es um Fusionieren, um Zusammenbauen, um Synthese. Als Architekt, glauben wir, ist man dazu ausgebildet, Lösungen bereitzuhalten für Probleme, die sehr komplex sind, sehr gewaltig sind, die lokal immer verortet sind, aber global teilweise entstehen und auch entschieden werden. Und da darf man keine Angst haben, vermeintliche Gegensätze zusammenzubringen. Daran glauben wir es. Also eine Methode zu arbeiten. Deswegen haben wir uns Graft genannt und nicht nach unserem Namen. Ja, Putz, Krückeberg-Willemeid heißt kurz, so ein Akronymbüro wäre dann PKW. Jemand ohne Augenlicht hat ja trotzdem seine Sinne beisammen und das Augenlicht fehlt. Gut, das macht 80% unserer Sinneswahrnehmung aus. Trotzdem wird so jemand mit seinem geschärften Gehör sehr viel erkennen, was die Stadt ausmacht. Das müsste ich ihm gar nicht erklären. Er würde, wenn man ihm die Stadt zeigt, und zwar die gesamte Stadt, würde so jemand wahrnehmen, hören, dass es eine Vielfalt gibt, die sehr interessant ist und möglicherweise auch unterschiedlich zu anderen Städten. Ja, er wird unterschiedliche Geräusche hören, er wird unterschiedliche Verkehrsmodi hören, er wird Ruhe und Lärm wahrnehmen, er wird den Makadam riechen, er wird Beton riechen, aber auch viele Grünflächen wahrnehmen. Er wird sehr viele unterschiedliche Sprachen hören, manche sehr viele, zum Beispiel das Türkische oder aber auch das Französische. Ja, es gibt eine sehr, sehr große französische Community hier und natürlich sehr viel Englisch. Und zwar nicht nur von Leuten, die hierher kommen als Touristen, sondern Leute, die hier leben. Er wird in dieser Wahrnehmung also Diversität von Zusammenleben, kulturellen Unterschieden wird er wahrnehmen in dieser Stadt. Wenn man das dann erklären müsste, dann würde das also für so jemanden gar nicht so erstaunlich sein, dass die Stadt in ihrer Prägung divers ist, dass es nicht ein Berlin gibt, sondern viel Berlin. Man könnte dann erklären, dass die Stadt ja auch zusammengewachsen ist aus ganz vielen unterschiedlichen kleinen Städten. Das fing schon an ganz am Anfang mit Köln und Berlin und ging dann weiter bis heute. Und dass diese Diversität sichtbar ist in sehr unterschiedlichen Epochen, unterschiedlichen Ausprägungen und unterschiedlichen Dritten. Ich nenne es mal die Wunden, die Berlin erfahren hat oder die Risse, die die Stadt bekommen hat. Oder Dinge, die nie zu Ende gedacht wurden und darauf warten, dass man sie vielleicht zu Ende denkt. Also nicht nur ein Ost und West, und das müsste man einem Blinden erklären, dass der Osten anders aussieht als der Westen, vor allem wenn es dunkel wird,
weil einfach das Licht ein anderes ist, was mit der Geschichte der Stadt, die geteilt war und unterschiedliche Überzeugungen, Ideologien hatte im Grunde genommen, die aber also genotypisch anders war, aber phänotypisch dann auch eine Ausprägung hatte, allein mit dem Straßenlicht. Das müsste man erklären wahrscheinlich. Dass aber inzwischen das anfängt, sich zu vermischen, noch reicher zu werden, komplexer zu werden. Ich selbst wohne im Prenzlauer Berg, als wir die Idee hatten, wieder zurückzukommen aus Los Angeles, wo wir uns ja gegründet haben, wo es uns auch gut ging, wo wir sehr lange gelebt haben, war trotzdem so ein Stück Heimweh da und auch so eine Art von Verantwortung. Wir haben immer große Dankbarkeit empfunden für die Ausbildung, die wir genießen konnten in diesem Land. Ja, die Ausbildung, das Studieren ist mehr oder weniger umsonst und es gibt sehr, sehr gute Hochschulen hier, die einen vorbereiten, auch auf andere Hochschulen. Ich habe in Florenz studiert ein Jahr und bin dann, wie gesagt, nach meinem Diplom nach Amerika gegangen, habe da nochmal einen Master gemacht und da sieht man eben, dass die deutsche Ausbildung gut ist, weil man mithalten kann, beziehungsweise konzeptionell denkt. Und das ist die Voraussetzung, um sich zu adaptieren, jeder Art von Ausbildung. Ich konnte das nur in Amerika mit einem Stipendium, mit dem DAAD bin ich dahin gegangen und habe ein Gegenstipendium bekommen, sonst hätte ich mir das nicht leisten können. Und das ist aber bezahlt aus meinem Heimatland. Und deswegen, das war bei Wolfram ähnlich und deswegen haben wir auch ein Gefühl von, ja, also wenn wir jetzt immer in Amerika bleiben, dann hat eigentlich das Land umsonst in unsere Köpfe investiert. Und wir hatten Lust, wieder zurückzukommen. Aber es war klar, dass wir nach Berlin gehen. Denn innerhalb Europas, nicht nur Deutschlands, ist Berlin die einzige Stadt, die so aufnahmefähig ist für neue Ideen und neue Menschen. Wir haben das gerade hier ein bisschen diskutiert. Es war klar, dass wir nicht nach München gehen oder nach Hamburg oder Paris oder London, weil das saturierte Städte sind, etablierte Städte, in denen man nicht einfach mitmachen kann, selbst wenn man noch so gute Ideen hat. Berlin waren zwei Städte und ich würde sagen, innerhalb dieser zwei Städte, in den Kiezen noch mehr Städte, unterschiedliche, diverse Kulturen innerhalb dieser Städte. So, und jetzt ist nach dem Mauerfall die Chance da gewesen, dass ein drittes Berlin entsteht. Und das ist auch entstanden. Und natürlich überlagern die sich. Aber für Leute wie uns, die Berlin lieben, gerade durch diese Möglichkeit mitzumachen und die Chance in diesen Lücken, die da waren, in diesen möglicherweise Wunden, aber Freiräumen, eine Stimme zu haben, das hat sehr viele Leute angezogen. Bis heute. Berlin behauptet ja, die Stadt der Freiheit zu sein. Ich würde das unterschreiben, aber das war für uns der wesentliche Grund, hier nach Berlin zu kommen. Und mich hat der Osten mehr interessiert als der Westen. Der Prenzlauer Berg war vital, war neuartig und bot Menschen wie mir, aber eben auch ganz anderen, die noch nicht mal Deutsch sprachen, einen Raum und eine Raison d'être. Denn wer eine gute Idee hatte, der konnte hier was leisten. Und konnte sogar, das ist toll, das gibt es so nicht wieder, glaube ich, in Europa. Man kann in Berlin was probieren und auf Deutsch gesagt auf die Schnauze fallen. Und dann aber aufstehen und es nochmal probieren oder was Neues probieren. Das geht nicht in London oder in Paris. Diese Städte sind einfach zu teuer oder zu etabliert. Hier geht das und so können Leute hier einfach mitmachen. Und das ist ein Riesenvorteil dieser Stadt und auch für die Stadtgesellschaft. Da ist Berlin anders als jede andere Stadt. Das macht es so lebenswert und das ist aber auch so die innere Essenz der Stadt. Wir stehen ja vor unglaublichen Herausforderungen. Ja, also nicht nur hat die neue Regierung wahnsinnige Herausforderungen, interessanterweise ist es ja dieselbe Regierung, die es vorher auch war, allerdings teilweise mit neuen Akteuren und hoffentlich gehen die Probleme ein bisschen aktiver an und fangen sie auch an zu lösen, statt sie nur zu beschreiben. Wir müssen uns der Tatsache stellen, dass eine Antwort oder eine einfache Antwort auf die Fragen der Stadt heute nicht genug sind. Ja, es macht in meinen Augen nicht viel Sinn, in einer Vereinfachung komplexer Sachverhalte Lösungen zu finden. Ja, das ist in meinen Augen Populismus.
und führt am Ende nicht zu dem, was die Stadt sein kann. Ich will damit sagen, dass ich es schwierig, als schwierig empfinde und eigentlich am Thema vorbei, aber vor allem in Berlin am Thema vorbei, wenn man dogmatisch von richtig oder falsch spricht in dieser Stadt. Ja. Ich könnte Ihnen also auch gar nicht sagen, es ist richtig, dass wir die Stadt jetzt ab jetzt in einem Verständnis, möglicherweise einer klassischen Moderne, weiterbauen oder zu Ende bauen. Das glaube ich gar nicht. Ich glaube, dass Berlin die einzigartige Chance hat, ganz viele Antworten zu finden, je nach Kontext. Es ist eben was ganz anderes, ob ich eine Stadtreparatur mache oder eine Lücke schließe in einem bestehenden Gebiet oder ob ich ein ganzes Stadtquartier neu bauen muss. Ich glaube auch nicht, dass es reicht, in der Geschichte zu gucken und nur wiederherzustellen. In manchen Teilen ist das vielleicht richtig, möglicherweise in der Kubatur, möglicherweise im Stadtraum. Aber muss zum Beispiel ein Haus eine ähnliche Fassade haben heute, wie sie vor 120 Jahren gebaut wurde? Damals auch in einem industriellen Standard übrigens, nach dem Hobrecht-Plan und immer im Blockrand. Das würde ich in Frage stellen. Bei den Arbeiten, die wir, wenn wir die Chance haben, größere Zusammenhänge zu bauen, nicht nur ein Haus, sondern ein Stück Stadt, sagen wir mal, ein Stadtblock oder ein Teil eines Blockes, gucken wir immer sehr genau, wo das in der Stadt ist und was die Stadt drumherum sein kann. Also wir glauben überhaupt nicht an eine Architektur, die ohne Kontext funktioniert. Gar nicht. Wir glauben nur nicht, dass man immer den Kontext genauso weiterbauen muss, wie er möglicherweise vor 120 Jahren entstanden ist. Dafür sind die Probleme heute zu komplex. Auch die Anforderungen an Architektur, mal abgesehen von Nachhaltigkeitsanforderungen und technischen Bedingungen, interessiert uns, wie Stadt funktioniert. Und ein großes Thema für uns ist die Zugänglichkeit in Stadt zu Stadt. Und die Idee und teilweise das Diktum, da wird es halt eben schwierig, dass die Stadt immer noch so funktioniert, da ist die Öffentlichkeit, hier ist das Private und der Blockrand trennt beides sauber voneinander, dass das noch immer das Richtige ist und funktioniert. Wir versuchen also immer, da wo es sinnvoll erscheint, nicht weil wir das wollen, sondern wo es sinnvoll erscheint, Zugänglichkeit zu schaffen. Durchgänge. Erlebbarkeiten, die Stadt erleben, die Stadt hört nicht an der Fassade auf. Und da gibt es wirklich interessante Möglichkeiten, um die teilweise entstandenen, früher gab es die ja nicht, ja, in den Mietskasernen, dritter Hinterhof, da war nicht ein Baum zu finden, das war Tuberkulose-City, dass heute diese Entkernung, die stattgefunden hat durch das Bombardement, dass man dort Grünräume schaffen kann. Die muss man aber nicht nur für die Leute, die dort leben, schaffen, die kann man möglicherweise tagsüber für die Leute, die nicht so einen schönen Hinterhof haben, zugänglich machen. Man kann die Stadt permeabel machen. Das ist etwas, also die poröse Stadt, die mehr Oberfläche hat und mehr Schönheit mehr Leuten zur Verfügung stellt. Das ist etwas, was hochinteressant ist. Und das stellt natürlich dann den Blockrand in Frage. Das heißt nicht, dass man ihn abschaffen muss, überhaupt nicht. Im Grunde genommen geht es uns darum zu sagen, dass Berlin, also jede Stadt, aber gerade Berlin, eine Stadt ist, wo das Dogmatische und das Ideologische einfach viel zu kurz gesprungen ist. Ja, ich habe überhaupt kein Problem damit, klassische Fassaden zu bauen, auch wenn es ein neues Haus ist. Ich finde das okay. Das mag, wenn das Leute mögen, wenn das privatwirtschaftlich gemocht wird und sowas, kann das zu sehr, sehr schönen Arbeiten führen. Ich glaube aber auch, dass ganz andere Fassaden ihre Geltung haben und es mag Fassaden geben, die sehr viel stärker mit Glas, also die großen technischen Fortschritte im Moment sind nicht im Stein, sondern sind im Glas. Glas kann unglaublich viel. Ja, und ich rede nicht über Transparenz, ich rede über Wohnen und Lebensqualität oder Arbeitsqualität. Muss eine Fassade immer eine Lochfassade sein? Müssen die Formate immer vertikal sein? Es gibt nicht das eine Berlin. Daran glaube ich nicht. Deswegen ist Dogmatik immer schwierig. Und deswegen kann eine Stadt konservativ sein und neu sein. Und gerade in diesem Zusammenspiel und teilweise auch in der Reibung, ja, da wo Reibung entsteht, hier ist es auch ein bisschen kühl, jetzt reibe ich meine Hände, jetzt werden die warm, da entsteht Energie. Und ich glaube, diese Metapher gilt auch für die Stadt. Die komplexere, die reibungsvollere Stadt hat mehr Energie, hat mehr Resilienz, wird einfach mehr Lebensqualität haben. Und deswegen müssen wir aufpassen mit dem richtig oder falsch. Wir glauben an das sowohl als auch. Thank you.
Eindeutig ja. Gesang ist sowieso was Feines, wenn man Musik machen kann mit seinem eigenen Körper. Mit Wolfram Thomas hatte ich sehr lange einen A Cappella-Chor, deswegen ist uns das Singen wichtig. Was man da lernt übrigens ist Zuhören. Man wird als Architekt ja ausgebildet, seine eigene Stimme zu haben, auf die zu hören und nur auf die zu hören, um sich durchzusetzen in der Kakophonie von Stimmen und sich durchzusetzen. Ja, deswegen sind so viele Architekten Egoisten und hören nicht richtig zu und verlernen auch möglicherweise auf die Gesänge der Stadt zu hören und auch zu hören, wo es mal Stille gibt und möglicherweise die Stille auch gut. Ich interpretiere diese Metapher so als Narrative, eine Architektur parlante. Und wir sind sehr, sehr große Freunde einer Vielschichtigkeit von Architektur, die singen kann oder Geschichten erzählt. Ein interessanter Entwickler aus Indien hat mir mal gesagt, Lars, Stories are the social currency of the world. Und das stimmt. Die Verfasstheit einer Gesellschaft drückt sich fast immer durch ihre Narrative, ihre Erzählstränge, ihre Mythen aus. Um das jetzt zu übersetzen in eine Stadt, ein Gebäude, was singen kann, eine Stadt, die eine Harmonie hat und möglicherweise auch eine schräge Harmonie, die sich teilweise auflöst, die aber immer weiter erzählt, wie ein gutes Buch, das neue Kapitel aufschlägt und immer interessant bleibt. Also interessant im hegelischen Sinne, ja, von interessant gleich Schönheit, ist eine lebenswertere Stadt. Wenn unsere Gebäude also anfangen, Geschichten zu erzählen, zu singen, werden wir ihnen mehr Liebe entgegenbringen. Wenn wir das tun, dann ist der Schritt gemacht in eine Art Möglichkeit von Realegorisierung von Architektur. Gebäude leben nur so lange, wie sie geliebt werden, solange sie singen oder Geschichten erzählen. Wenn sie aufhören zu singen, werden sie irgendwann verschwinden. Das ist nicht sonderlich nachhaltig, das muss vielleicht auch ab und zu sein. Ich glaube nur, dass es Sinn macht, Architektur zu entwickeln, die diese Ebene von Wahrnehmung haben. Ein gutes Beispiel dafür ist das Jüdische Museum von Dani Libeskind. Ich glaube, es gibt wenig Architekturen in der Stadt, die so viele narrative Ebenen haben, sie ausdrücken und interpretiert werden. Das Faszinierende ist, da Thomas mit Libeskind an dem Gebäude, bevor wir zusammen Graft gemacht haben, lange gearbeitet hat, kennen wir die Narrative von Dani Libeskind sehr gut. Und wir glauben auch, dass Libeskind mit seiner Architektur einer der großen Geschichtenerzähler ist, einer der großen Sänger der Architektur. Wenn Sie das Jüdische Museum betreten und hören den Führern dort zu oder hören Menschen zu, die an diesen sehr, sehr besonderen Orten innerhalb des Museums, die er geschaffen hat, dann werden Sie Interpretationen hören, die nichts damit zu tun haben, was die Libeskind ursprünglich gedacht hat. Aber genau da fängt die Magie an. Da werden die Gesänge dann wirklich komplex. Da entstehen Obertöne. Ja, also das, was der Komponist, wenn er schreibt, für einen Chor, wenn der Chor sehr, sehr sauber singt, entstehen Obertöne, die man hört, die eigentlich nicht existieren. Und Architektur kann das auch leisten. Wenn man das so vielschichtig aufbaut, dass diese Wesensebene, so wie Panofsky es nennen würde, ne, also die physische Präsenz, was bedeutet das Gebäude? Und dann gibt es eine Transzendenz, das Wesenhafte von Architektur, wie ein griechischer Tempel eher etwas Wesenhaftes ist als Architektur oder nur als seine physische Präsenz. Wenn einem das gelingt, dann hat man im Grunde genommen die höchste Ebene geschaffen. Und das können wenige Gebäude. Das ist sehr, sehr schwer in einem Wohnungsbau zu machen. Deswegen ist ein Museum möglicherweise auch einfacher, dieses sehr, sehr schwierige Verlangen nach Erzählung irgendwie zu bedienen. Ja, in einem Wohnungsbau für ein schmales Budget, wo die Kubaturen festgelegt sind, häufig im Städtebau, das Programm repetitiv ist, ist es sehr, sehr schwer, Erzählstränge aufzubauen. Aber auch dort gelingt es im Kleinen und man sollte es immer probieren, denn sonst verschwinden die Dinge wieder. Es ist wie eine Art soziale Nachhaltigkeit. Ja, wir erhalten nur, was wir lieben. Und wenn man sich vor Augen führt, was der erste Architekturtheoretiker oder
der erste, den wir kennen. Nämlich, wie Truff gesagt hat, dass Architektur sich im Grunde genommen, es ist wie so ein Tripod, im Grunde genommen, wie hier die Ständer, auf denen die Lampen stehen, ne, die stehen auf einem Tripod, weil das steht sauber. Und dieses Tripod der Architektur, sagt wie Truff, ist eben Firmitas, ja, also das hält, das ist in seiner Statik sauber, Utilitas, es ist gut benutzbar, ich kann da drin arbeiten, leben, wie auch immer. Und das dritte ist Venustas. Das heißt, ein Drittel in der Beschaffenheit der Architektur, da geht es um Schönheit. Und ich möchte es mal so übersetzen, was Valerie meint, ist Schönheit. Ja, das Singen, das Narrative ist extrem wichtig. Und deswegen die Kritik an der Moderne, ich würde immer sagen, die Kritik an der klassischen Moderne, die diesen Bereich vergisst, und das ist nicht die gesamte Moderne, die Moderne ist ja vielschichtig, ja? Auch das Bauhaus sind ja nicht nur weiße Kuben, ja? Da waren expressive Architekten am Werk und so weiter. Aber da, wo die, auch die Moderne anfängt zu singen, und das tut sie an ganz, ganz vielen Orten, da ist sie richtig. Da, wo das Singen verlernt wird, und das ist übrigens egal, ob das modern ist oder traditionell, da wird was fehlen. Und ich würde vermuten, dass irgendwann eine solche Architektur auch verschwindet. Ja, das ist immer schwer, ne, wenn man sich selbst loben soll. Ich würde behaupten, dass wir bei allen Häusern, die wir machen, immer versuchen, auf eine Flughöhe zu kommen. Und manchmal ist das schwer, weil das Budget nicht reicht, weil das Bauamt andere Vorstellungen hat, der Denkmalschutz nicht gerne mitsingt, also dass es schwer wird, Harmonie, Akkorde irgendwie zu setzen. Aber wir versuchen das immer und deswegen sehen unsere Häuser auch häufig sehr unterschiedlich aus, weil je nach Ort und Aufgabe andere Fassaden, andere Gesänge sich aufdrängen. Deswegen also Graft bedeutet eben das Zusammenführen. Wir gehen nicht mit einer Idee von Form in einen Entwurf, niemals. Deswegen sehen unsere Häuser und Fassaden auch sehr, sehr unterschiedlich aus. Man beraubt sich ja der Möglichkeit der richtigen oder einer sehr, sehr smarten und komplexen Antwort, wenn man vorher schon weiß, wie das auszusehen hat. Ich möchte ein Beispiel vielleicht nennen, weil das in seiner Komplexität das Agieren in der europäischen Stadt ganz gut beschreibt. Und das ist ein Projekt, das haben wir vor 1,5 Jahren fertiggestellt. Und das ist im Grunde ja ein Block oder das Durchwohnen durch einen Block an einer sehr belebten Straße, der Hauptstraße in Schöneberg, und einer sehr ruhigen Straße, der Belziger Straße. Das ist ein recht großes Unterfangen, eine sehr unterschiedliche Typologie. Das, was noch nicht da war, haben wir versucht zu ergänzen an Programmen. Das heißt, das ist wirklich ein Stück Stadt. Da wird gewohnt, da wird gearbeitet, da wird gefeiert, da wird gelernt. Es gibt Universitäten, Arbeitsräume, es gibt ein religiöses Zentrum dort drin, sehr viele Wohnungen unterschiedlicher Größenordnung. Es gibt einen Supermarkt, einen Biomarkt, eine Tiefgarage, ein Fitness, also ein Stück Stadt ist dort entstanden und konnte dort entstehen. Und was interessant war, ist, dass der Kontext sehr reich war. Und zwar eine Art und Weise Narration schon da war, und zwar eine Narration des Umgehens mit Ziegel in der Hauptstadt. Vorne ist die Post, da ist immer noch eine Post drin. Und diese Post war das erste Paketamt Deutschlands und wurde vorwiegend in Ziegel gebaut, eine sehr repräsentative Architektur zur Hauptstraße hin, mit einem riesen Innenhof, der überdacht war zum Teil, und also vorwiegend Ziegel, weil es auch Sandsteinkomponenten dort gibt. Das wurde weitergebaut. Ja, die Post übernahm dann weitere Kommunikation, Telekommunikation in dem Falle,
Telefonie. Und es gab in den Hinterbereichen, es entstand also ein neuer Hof, dann entstand ein sehr großes Haus in den frühen 20er Jahren mit einer sehr expressiven Fassade, auch in Backstein, mit sehr hohen Räumen, weil dort die Telefonistinnen saßen mit ihren Riesentürmen und die Leute irgendwie verbunden haben. Im nächsten Schritt, dann sind wir schon in einer Zeit, wo Mobilität sich anders definiert. Das Auto hat die Straße erobert und für ein Paketfuhramt brauchte man Autos. Es gab also plötzlich Wenderadien, Architekturen, die sich über Wenderadien definierten, in denen Autos fuhren, die Straßen brauchten, die Parkplätze brauchten, aber auch alles in Ziegel. Und als wir die Aufgabe übernahmen, das zu übernehmen, übrigens alles im Denkmalschutz, und zwar jeder einzelne Ziegel auf diesem sehr, sehr großen Areal war unter Denkmalschutz. Es war also für uns völlig klar, dass wir versuchen, diesen Gesang weiter zu singen, aber mit den Möglichkeiten, die wir heute haben. Wir haben also mit Ziegel gebaut, ausschließlich mit Ziegel, mit Ziegelfassaden gebaut und haben dort aber versucht, die Anwendung von Ziegel, die man heute bauen kann, in dieses Jahrhundert zu bringen oder Jahrtausend, wie man so will. Ja, wir sind heute in der Lage, mit dem Ziegel und durch die Hilfe des Computers, der uns befähigt, wieder komplexere Formen zu denken, die man dann aber auch bauen kann im Budget. Das ist wirklich ein Paradigmenwechsel, dass man komplexe Formen mit Ziegel machen kann. Der Baustein des Ziegels, das ist ja das Fantastische, ist wie Lehm im Grunde genommen. Wir können, ob Michelangelo in seinen Bozzi, in seinen kleinen Modellen Skulpturen macht oder ob man daraus ein Stück Fassade macht, ist im Grunde genommen durch den Computer wieder möglich. Und der Ziegel als Baustein, als kleiner Baustein, kann sehr große Gesten, kann sehr kleine Gesten, kann Reliefs, Oberflächen, Lichteinfälle darstellen. Das kann er alles machen. Wir können das heute aber mit organischer Form. Die haben wir benutzt und haben das dann benutzt, um Eingänge zu inszenieren. Also im Grunde genommen wie ein gotisches Portal, ohne irgendwie in eine formale Richtung dann abzudriften. Und daraus die Fassade zu machen und das Dach zu machen. Wir sind in der Lage, mit diesem Ziegel, das ist ein tolles Material, ist als Fassadenmaterial, auch als Dachmaterial, weil es schützt, weil es Wärme speichert, weil es das Wasser abhält und so weiter. Und über diese Figur dann im Dach waren wir in der Lage, sehr, sehr fein auf die Traufkanten unserer Nachbarn zu reagieren und damit etwas Neues zu schaffen, trotzdem das Narrativ weiter zu erzählen, also etwas Neues in der Stadt, was das Alte trotzdem ernst nimmt und würdigt. Auf der anderen Seite, auf der Belziger Straße, ist das eine Fassade, Wohngebäude, da waren Balkone, interessant, weil es eine ruhige Straße ist, die wir dann so geformt haben, dass jeder mehr Blick nach Süden hat, man also ein bisschen mehr Sonne in seine Wohnung und in seinen Balkon bekommt, haben alles andere restauriert, neuen Funktionen zugeführt. Also diese große Telefonistenhalle ist heute ein Kabbala-Center, ein Veranstaltungsort, wo wir die Decken freigelegt haben, wo wir Fresken freigelegt haben, die wir dann geschützt haben und das Neue und das Alte eine Synthese eingeht, also eine Art Grafting, die, wie wir finden, sehr, sehr spannend ist. Und in der Mixtur, wirklich so ein Stück Stadt bauen zu können, wo alle Lebensrealitäten von wo man arbeitet, wie man arbeitet und wie man lebt, zusammen funktionieren können. Dort übrigens haben wir auch die Durchwegung, war uns ganz wichtig. Da sind Restaurants, da sind wunderschöne Höfe, die mit dem Alten Neu sehr gut funktionieren. Leider ist es uns nicht gelungen, das ist das Einzige, was wir bedauern, diese Zugänglichkeit überall zu haben. Also es wurde uns vorgeschrieben, dass wir teilweise die Eingänge doch verglasen müssen und Türen machen müssen. Wir hätten das sehr viel permeabler und poröser eigentlich gedacht, weil es wirklich ein kleines Stück Stadt ist, Stadt in der Stadt. Und wir glauben, dass gerade durch die Unterschiedlichkeit der Gesänge, der Töne, der Harmonien ein sehr komplexes Musikwerk entstanden ist, Musikarchitekturwerk, was facettenreich, was vielreich, was überraschend ist und funktioniert. Und wie ich hoffe und glaube, eben auch in die Zukunft, weil es verschiedene und aber komplexe und aber schöne Harmonien hat. Ja, die Sprachlosigkeit
Kalt in der Debatte um die Stadt und wie wir die Stadt begreifen und weiterbauen, ist wirklich zu beklagen und in meinen Augen auch unverständlich. Wir sind hierher gekommen, weil, wie ich vorher sagte, Berlin eben die Stadt dieser Möglichkeiten und der Chancen ist, ja, und der Diversität, Komplexität, aber auch Diversität. Wir begreifen das als eine lustvolle und eine spannende Aufgabe, die aber verlangt, dass man auch zuhören kann und dass man lustvoll diskutiert und auch zulässt, anstatt darauf zu beharren, dass man sich durchsetzt. Für die Aufgaben der Zukunft, die so komplex sind und schwierig sind, verbietet es sich, dogmatisch zu denken oder ideologisch zu denken. Das führt zu nichts. Und das haben wir leider erfahren, so empfinde ich das, dass genau das wirklich ein Fortschritt, den wir brauchen, lähmt, weil die Leute nicht miteinander reden, sondern sich versuchen anzuschreien und lauter zu sein als die anderen. Und das stellen wir in allen Lagern fest. Interessanterweise eben wirklich auf beiden Seiten. Es ist jetzt fast so, dass das, also es gibt Vorwürfe auf der einen Seite, dass die Stadt zu denken, wie in der Stimmannschen Zeit, die ja politisch auch getragen wurde mit Herrn Strieder, dass die jetzt zurückkommt und dass diese Zeit einfach zu dogmatisch war und andere Stimmen in der Stadt eher versucht hat, leise zu machen oder zu übermalen, zu marginalisieren. Und möglicherweise ist das so, vielleicht kommt auch daher die Angst heute. Wir stellen aber auch fest, dass, ich sage mal, wenn man mal von Stimmern und dieser Art Stadt zu denken, ja, als konservativ darstellt, als eine Rekonstruktion, wenn auch kritisch, aber eine Rekonstruktion der Stadt, gibt es auf der anderen Seite des Spektrums sehr, sehr laute Stimmen. Und wir empfinden das eben als ebenso laut, die auch sehr ideologisch daherkommen, bis hin dazu, dass also als Beispiel bauen wir gerade einen sehr schönen Arbeitsort, der komplex ist, weil da Clubfunktionen, die gewachsen sind in Friedrichshain, ein Arbeitsort in Holz gebaut, extrem grün, sehr nachhaltig und wie wir finden, sehr, sehr smarte Arbeitswelten. Da wurde uns von einem Aktivisten nahegelegt, warum wir denn sowas bauen, sowas Neues und überhaupt, das wäre doch Investorenarchitektur, was immer das bedeutet, aber es ist ja ein Schimpfwort im Grunde, wobei Architektur kann nur mit Investoren entstehen, ob die nun städtisch sind, kommunal oder privatwirtschaftlich, wie auch immer, irgendjemand muss es bezahlen. Wie auch immer, dass es jemand bezahlt, ist offensichtlich schon, uns wurde nahegelegt, warum wir nicht alte Fabrikhallen wieder bauen. Also neue, alte Fabrikenhallen. Und da dreht sich für mich so ein bisschen irgendwie diese Hufeisen, dass wenn es radikal wird und dogmatisch wird, dann treffen die sich fast wieder. Berlin hat so viele Chancen. Ich glaube, die Berliner auch selbst, es ist auch gefährlich, über die Berliner zu reden, was aber häufig getan wird, ja, dass man weiß, was die Menschen wirklich mögen oder die Mehrheit mag und was das Gewöhnliche ist, das wir auch immer machen müssen. Da muss man aufpassen. Ich glaube, es ist wirklich, den Berlinern traut man zu wenig zu. Ich glaube, dass, was ganz Interessantes ist, die Wahl des Publikumspreises des BDAs gerade in Berlin. Der Publikumspreis, kann man dann nachher irgendwie überlegen, naja, welches Büro hatte die besten Netzwerke, weil das im Internet abgestimmt wird, aber der erste Preis ist ein Wohnhaus von den Patschkes, die wir übrigens sehr gut kennen. Also gerade Thomas ist eng mit denen befreundet, wir kennen die sehr, sehr gut. Haben sicher eine andere Auffassung von Architektur insgesamt, aber das, was sie machen, das machen sie gut. Ja, das ist der erste Preis. Zweiter Preis ist Graft mit einem wirklich komplett anderen, also sehr viel größer auch, das ist Checkpoint Charlie, die Entwicklung, die wir gemacht haben, um die Ecke vom Checkpoint Charlie. Über 300 Einheiten wohnen inmitten der Stadt, so eine grüne Oase. Da sieht man, was in Berlin möglich ist
und was als schön oder gut oder richtig empfunden wird. Und das ist doch großartig. Wir empfinden es als großartig, dass beides in einer Stadt funktionieren kann und auch sollte. Also wenn ich vorher über Reibung und Energie spreche, ist es genau das. Es fängt an, immer schwierig zu werden, wenn die eine Seite behauptet, naja, aber das ist richtig, das andere ist falsch. Das führt zu Sprachlosigkeit. Ich glaube, wir müssen diese Brücken schlagen und eher lustvoll daran gehen, was Berlin uns mitgibt aus der Geschichte, aber aus der Geschichte der Versehrtheit, die dann Chancen wurden in den Wunden und Lücken, die wir haben. Und letztendlich auch mit einer gewissen Zukunftsfreudigkeit, man kann Dinge auch besser machen. Wenn wir aufhören, darüber nachzudenken, dass man Dinge möglicherweise besser machen kann als früher, dann ist es nicht nur Sprachlosigkeit, das ist dann kompletter Stillstand. Und kein rasender Stillstand eines Virilius, sondern kompletter Stillstand. Das kann es auch nicht sein. Also man muss miteinander reden, man muss diese Brücken schlagen und man muss, vorher gerade die Frage, was ist mehr Stadtwagen? Auch das ist mehr Stadtwagen. Wir müssen wagen, zuzuhören, was andere zu sagen haben und es auch aushalten, dass möglicherweise verschiedene Haltungen aufeinander prallen, nebeneinander stehen können. Ich empfinde das als Bereicherung. Und gerade in Berlin, glaube ich, ist das der richtige Weg. Wir können es uns nicht leisten, einfach nur über Geschmack zu reden. Dafür sind die Probleme zu groß. Ja? Also die Geschmacksdebatte ist, wenn man mal ein bisschen rauszoomt, also nicht nur, was passiert im Rest der Welt, ist eigentlich die Geschmacksdebatte, Schlossaufbau oder nicht, das ist ein Sturm im Wasserglas. Das interessiert uns nur in Berlin, ist aber wirklich so eine sehr hausgemachte Debatte, die, wie gesagt, nicht weiterführt und die auch nicht groß genug ist. Das muss eine Debatte sein, aber das ist nur Teil einer größeren Debatte, weil die Probleme, die wir haben, einfach zu komplex sind. Wir dürfen uns nicht nur auf Geschmack fokussieren. Ein Mentor von uns ist leider gerade gestorben, Dave Hickey, ein sehr interessanter amerikanischer Kunstkritiker, Mentor, der Wolfram in seiner Thesis begleitet hat, damals an der SciArc und der uns, als niemand uns kannte, beauftragt hat, eine ganze Kunstausstellung in Santa Fe zu designen mit den ganzen Größen Bridget Riley, Ellsworth Kelly und so weiter. David Hickey hat uns mal gesagt, ein Wort, das wir gerne weiterführen, Taste is the lack of appetite. Ja, also Geschmack ist das Fehlen von Hunger. Wir müssen uns Geschmack erlauben. Wir haben über Schönheit gesprochen, aber es ist nur Teil der Debatte. Und wir haben so große Probleme, dass der Hunger groß ist. Ja? Wir müssen hungrig sein nach Lösungen. Und die Geschmacksdebatte kann nur ein Teil davon sein. Und deswegen, also wir müssen wieder reden miteinander, wir müssen Dinge aushalten. Und ich würde sagen, freudvoll in diese Diskussionen gehen und dann auch Lösungen schaffen, die vielschichtig sein können. Wir glauben, dass es ein Riesenfehler war, ein Fehler der Kommunikation war, wie man mit den Berlinern spricht über Tempelhof. Wir haben durch die Flughäfen, die geschlossen sind, jetzt auch Tegel, unglaubliche Chancen. Wir haben innerstädtische Areale, die riesig sind. Das gibt es in keiner anderen europäischen Großstadt. Und wir haben einen unglaublichen Bedarf. Wir glauben, zum Leidwesen für die Stadt ist die Kommunikation damals, ob man Tempelhof bebauen sollte, so schlecht gelaufen, dass die Berliner gesagt haben, nee, das brauchen wir nicht. Ich glaube auch, dass die Kommunikation zu enteignen oder nicht enteignen ähnlich schlecht lief oder die eine Seite extrem laut war und die Leute meistens nicht genau wissen, worüber sie abstimmen. Ja, und das ist ein Fehler von Kommunikation in der Politik. Wohin das führen kann, sehen wir beim Brexit. Wo ich glaube, sehr viele Leute auch nicht wussten, über was sie da eigentlich abstimmen, was es bedeutet. Also damals wurde ja vorgeschlagen, nicht die Freifläche des Tempelhofer Feldes zu bebauen, sondern die Ränder. Und dann ist das immer noch ein gigantisches grünes Meer inmitten der Stadt. Wir können uns in dieser Zeit eigentlich nicht erlauben, diese Flächen nicht zu nutzen, darüber nachzudenken. Und gerade diese Ränder zu bewahren, ist hochinteressant. Ja, also Real Estate Value, ob man einen See hat oder einen riesigen Park, wie fantastisch. Ja, und welche Möglichkeiten da sind. Wir haben damals mitgemacht in einem Wettbewerb, der erste, den Frau Lüscher ausgeschrieben hat, am Columbia-Damm, das zu entwickeln, und haben dort
einen Städtebau vorgeschlagen, der sukzessive das Areal bebaut hätte. Also ein Städtebau, der versucht, erstmal nur mit Pionier, das haben die dann übernommen, mit Pionierfunktionen anzufangen, wo die Berliner, was sie ja gut können, temporäre Nutzungen erfinden. Ja, das macht uns ja keiner was vor hier in Berlin. Ja. Und diese temporären Nutzungen dann aber nachher zu dem Park werden, weil die Stadt drumherum entsteht, an dem Rand, dem Nordrand der Stadt. Das war ein erster Preis zusammen mit einem anderen Büro, die sich sehr stark über die Nachhaltigkeit gekümmert haben. Und dann ging das nie weiter. Wir haben das nie verstanden. Fanden das auch sehr, sehr schade. Aber wir sind überzeugt davon, dass dieser Rand bebaut werden müsste. Und das ist so ein Potenzial für die Stadt, um wirklich viele Probleme zu lösen und auch ein Potenzial, um ganz viele Dinge zu wagen, statt zu wagen. Ja, an städtebaulich auch unterschiedlichen Dingen möglicherweise. Ja, also in der Art, wie es finanziert wird, in der Art, wie es gedacht wird, in der Art, wer dort lebt, also im Stadt zu wagen. Ich glaube, das wird auch auf kurz oder lang wieder kommen. Und Frau Lüscher wollte die IBA dort ja auch verankern. Ich halte das auch nach wie vor für eine gute Idee. Ja? Ich weiß nicht, ob die IBA der einzige Weg ist, um mal so einen Befreiungsschlag zu wagen, auch Leute von außen dazu kommen zu lassen, damit die Berliner sich nicht immer nur irgendwie an die Gurgel gehen und da so ein bisschen Rationalität reinkommt. Ich glaube, die Kräfte hier in der Stadt sind gut genug, wir könnten das auch selbst schultern. Aber es ist immer gut, frisches Blut und einen Blick von außen drauf zu werfen. Das haben wir immer genossen, weil wir in L.A. waren wir immer die Deutschen und in Deutschland waren wir immer die Jungs da aus Los Angeles. Das macht einen freier auf den Blick auf das eigene Arbeiten und auch die Stadt, weil man nicht so verhaftet ist in dieser einen Welt. Also eine IBA kann da helfen. Ich hielte das für eine Möglichkeit. Tegel, das Schumacher-Quartier, entsteht ja. Aber es gibt noch andere Flächen da in Tegel, die man weiter denken kann. Die Urban Tech Republic ist noch längst nicht zu Ende gedacht, in meinen Augen. Und so gibt es noch andere Areale, aber zentral sind das die interessantesten. Und das könnte ein Weg sein, neue Dinge zu wagen. Aber auch ohne IBA wäre das sicher sinnvoll, das wieder zu wagen. Wir wissen, dass viele Politiker auch in der Vergangenheit immer gesagt haben, ja, wir wollen das, aber wir trauen uns nicht. Dann kommen sie immer zu den Architekten, die sich was trauen dürfen. Sie können das ja sagen, aber wir nicht. Auch ein bisschen schwach, wie ich finde, irgendwie für einen Politiker dann andere vorzuschicken. Ja, aber davon bin ich überzeugt. Da schlummert ein wahnsinniges Potenzial, das innerhalb der Stadt wirklich einen Wurf machen kann. Berlin, das ist ja, wenn man über Städtebaupolitik spricht, gibt es eigentlich immer dieselben Städte, die genannt werden, lobend genannt werden. Und das sind entweder holländische Städte, ja, Rotterdam, eine Zeit lang war es Barcelona, die eben auch so ein Groß-Event damals in den 90ern genutzt haben, die Olympischen Spiele, um sich neu zu erfinden. Berlin ist das bisher mit so einem Großereignis noch nicht gelungen, vielleicht braucht man es auch nicht. Dann Kopenhagen, das, wie ich finde, die interessanteste Stadt ist, wenn man über Konservativismus spricht, den die Dänen und auch die Kopenhagener durchaus haben, aber dann auch in der Lage sind, neue Stadtviertel zu denken und sehr gute Viertel zu denken. Berlin müsste eigentlich vor diesen Städten genannt werden, weil wir viel mehr Potenziale haben als diese Städte. Wir heben sie nur nicht, weil wir dauernd miteinander ringen, dass es nur eine Wahrheit gibt für die Stadt, die richtige ist, und bleiben irgendwie verharren im Ringen um die Wahrheit, wo die Wahrheit doch immer, wie wir wissen, komplex ist und vielschichtig ist. Das Zukunftsbild, was ich habe für die Stadt, ist eine Stadt, die durchaus ihre Geschichte kennt, ihre schwierige Geschichte, die mal dazu führt, dass wir Dinge wieder erfahren und daran erinnern, vielleicht hier und da auch wieder aufbauen oder ähnlich Kubaturen in der Stadt schaffen. Aber auch eine Stadt, die den Sprung nach vorne wagt und diese Brüche als Chance erkennt, um Neues entstehen zu lassen. Und da geht es nicht um eine radikale
Abänderungen von statt, sondern nachhaltiges, lebenswertes Stadtquartiere schaffen. So wie andere Städte, die wir gerade erwähnt haben. Also Kopenhagen ist schon wirklich sehr interessant, wenn man sich das anguckt, was die da gemacht haben. Das ist eine Stadt, die leiser wird und damit lebenswerter. Das heißt, Mobilität wird sich ändern. Man muss nur das, was sich ändern kann, auch ernst nehmen und das fördern. Eine Stadt, die damit also grüner, also Fauna und Flora und Fauna zulässt. Ja, wir sehen zwar die Füchse in der Stadt, aber ich würde mich freuen, wenn wir noch sehr, sehr viel mehr Vögel hören würden, die ihre Parks hat und ihre Grünzonen, und zwar überall, im Großen wie im Kleinen, in der ich mit meinem Fahrrad fast alles machen kann. Eine Stadt, in der es Ecken gibt, die es zu entdecken gibt, also eine wirtliche Stadt, keine unwirtliche. Ja, wenn es ums Entdecken geht, dann muss man das auch runterbrechen in sehr kleine Stadtfragmente, die interessant sind und trotzdem auch großstädtisch agiert. Also gerade in der Innenstadt, das, was Berlin immer hatte, seit im Grunde der Gründung des Deutschen Reiches und Berlin als Reichshauptstadt, eine gewisse Größenordnung, die wir in dieser Stadt haben und die auch in meinen Augen richtig ist. Also nicht eine Verniedlichung der Stadt, sondern mit einem gewissen Stolz eine wirkliche Großstadt zu bauen. Die muss nicht unwirtlich sein. Eine Stadt, der es gelingt, die Menschen zu halten, weil sie interessant ist, auch im Zentrum und in den vielen Subzentren, die zugänglich ist, räumlich zugänglich, erfahrbar und gleichzeitig zugänglich, weil bezahlbar. Ja, das ist schwierig, das muss man auch nicht überall machen, aber uns ist nicht, und das ist der Brückenschlag dann nach Brandenburg, uns ist nicht damit gedient, die Stadt selbst hier so teuer zu machen, weil nur wenige sich das leisten können, weil die Architektur zu klein ist, beziehungsweise nur bestimmte Bezahlmodelle oder bestimmte Typologien gebaut werden, sodass Leute, gerade Familien, so wie ich, der ein zweites Zimmer brauchte, mit dem Kind, die zur Schule gehen und keine Wohnung mehr findet, weil es 3 bis 4 Zimmerwohnungen gar nicht mehr gibt, die bezahlbar sind, und dann nach Brandenburg ziehen und dort zur Verteuerung beitragen. Also die Gentrifizierung dann einfach nach außen drängen. Das kann es auch nicht sein. Also wir müssen das Großstädtische weiterhin pflegen, damit wir die Probleme nicht vor unseren Türen in unserem Nachbarstaat schaffen, was jetzt der Fall ist. Und dann kann aber, gerade im Zusammenschluss zwischen Berlin und Brandenburg, kann was Tolles passieren. Also die Verbindungen von Städten wie Oranienburg und Berlin, das sind ungehobene Schätze oder fangen an, sich gerade zu entwickeln. Und gerade da, wo der Nahverkehr wirklich funktioniert, ja, und ein Mittelverkehr im Grunde genommen in diesen Trassen, kann Berlin mit Brandenburg extrem gut leben. Denn Berlin ist mehr als nur Berlin an der Stadtgrenze. Wir sind eine Metropole, genauso wie Hamburg eine Metropole ist. Und deswegen hört Berlin nur verwaltungstechnisch an den Grenzen auf. Wir können Berlin nicht planen und denken, ohne an Brandenburg zu denken und umgekehrt. Übrigens ist das auf einer planungsrechtlichen und verwaltungsrechtlichen Ebene heute nicht so. Da reden die Leute miteinander und das funktioniert eigentlich ganz gut. Besser auf jeden Fall als das, was in der Stadt hier teilweise passiert, wo der Senat gegen die Bezirke und die Bezirke untereinander, Leute einfach gegeneinander arbeiten, was immer dazu führt, dass entweder gar nichts passiert oder dass Dinge passieren, die extreme Verwundungen nach sich ziehen, nicht nur im Städtebau, sondern auch bei den Menschen, die nachher da leben, beziehungsweise die dafür verantwortlich sind, es zu erstellen. Und das ist niemals gut. Wir müssen irgendwie wieder anfangen, mannschaftlich zu denken, weil am Ende haben wir ja alle dasselbe Interesse. Wir wollen eine resiliente, urbane, lebenswerte Stadt haben. Berlin hat alle Voraussetzungen dazu. Das heißt aber, dass man mannschaftlich denkt und nicht in Lagern.